Und jetzt sagen wir alle noch einmal gemeinsam: Viva la Revolution! Viva la Revolución, el pueblo cubano se levanta, increíble, la gente hace la ola, tanta gente aquí en la plaza y el último en la fila, él se cayó, él se cayó, We lost our oldest enemy and the only enemy for the United States of America is ourselves, so we have to kill each other and I start right now. Zuerst der Brezhnev, dann der Castro, bin ich der Nächste. I wanted to kill him myself with my own bare hands. Erst Hugo, gut, dass du bist, Hugo. Was machst du für Sachen, hä? Die Leute sagen, dass ich tot bin, aber das ist nicht wahr, ich lebe noch, ich bin am Leben, siehst du mich, wie ich noch lebe. Ja. Gehst du raus zu den Leuten, ich werde sprechen einer, im Fernsehen, ne? Aber einer, Gefallen kosten Geld, leider. So, meine Damen und Herren, hier im Ibero-Gipfel, Fidel Castro lebt, er ist wohl auf, er hat heute dreimal Stuhl gehabt, sehr gut. Ja, und wer sagt, dass Fidel Castro tot ist, der hat keine Cojones, der lügt, der hat keine Eier, ja? Was soll das? Du sagst, ich hab keine Eier. Alle anderen Ibero-Typen haben das jetzt gehört. Ich hab keine Eier, der Zapatero sagt so. Beweise auf dem Tisch. Zeig die Eier, ha? Zeig her deine Eier. Das geht nicht. Diplomatischen Grüßen. Zeig selber deine Gugel, ne? Ich zeig sie immer her im Fernsehen, meine Eier. Geh schau, wie es heute geht. Geh, König. Ja, pass auf. Gute Kinderstube für einen König. Was jetzt? Ja? Der König hat meine Eier so gesehen, das muss genügen, ja? Und wir wollen jetzt den Fidel Castro sehen, weil sonst nehmen wir uns Kuba. Capito? So, jetzt reicht, jetzt bin ich auf eigene Faust aus dem Spital außer. Die Ärzte haben mir zwar abgeraten, haben gesagt, Ihnen ist noch schwindelig, Herr Castro. Und recht haben sie gehabt. Aber sonst ist alles in Ordnung bei mir. Ja? Da oben ist alles in Ordnung. Jetzt tun wir weiter, wir waren nichts gewesen, weil jetzt gehen wir alle heim. Alle haben und dann weiter dort, wo wir aufgehört haben. Du fängst an, Kameramann. Heim geht's. Sie, Senior. So. Und jetzt geht's auch alle heim, Herst. Ihr werdet ja nicht dafür zahlt, dass das blöd umeinander steht. Wir sind ja nicht bei den Kommunisten da. Habt ihr verstanden? Ja, wir sind eh bei den Kommunisten. War nur ein Schmäh, also. Kriegst gezahlt, wenn's mir zujubelt. Ja, bravo, so gefällt mir das. Wie schauen denn Sie schon wieder aus? Ja, tun Sie mir das richten da auf meiner Schulter? Mein Gott, na, das Trennspat. Und wo ist Ihr Handy? Ja, da sitze ich drauf. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren hier auf dem Petersplatz sowie auch zu Hause vor den Rundfunkgeräten. Sie haben sicher in den Medien vernommen, dass der Fidel Castro angeblich verstorben sei. Wir können das seitens des Vatikan aber erst dann bestätigen, wenn der Gänsfleisch, das ist mein persönlicher Sekretär, einen Holzpflock genommen hat und ihn in das tote Herz des Castro hineingetrieben hat und der Castro darauf zu Staub zerfällt. Vorher nicht. PS, es gibt heute Wiener Schnitzel in der Sixtinischen Kantine, das haben Sie doch so gern. PPS, diesen Satz nicht laut verlesen.